Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Zuletzt sind wir aus dem Kloster rausgekommen. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir uns mit diesen Typen treffen, von denen wir den Auftrag bekommen haben, bei denen wir uns in die Organisation einschleichen sollten. Wie viel Uhr haben wir? 21 Uhr. Gib dich zum erweiterten Treffpunkt im Sumpf in der Nähe von Sasau. Das ist wo? Da. Wir können aber auch zuerst noch gerade wegen diesem Schatz schauen. Der, also von Schatzkarte 2, der eigentlich hier hinten sein müsste. Da ist die Karte wieder ziemlich verpixelt. Da weiß ich nicht, woran das liegt. Das war vor dem Patch noch nicht so. So, wenn das jetzt westlich von uns ist. Jo. Und da ist halt ein Lager. Schatzkarte 2. Also laut dem einfach geradeaus. Und dann da rein, ja. Was ist das? Schlagt Alarm! Alarm! Seid vorsichtig! Aha, Martin Witzschek. Der andere ist weggelaufen. Können wir einfach aufschließen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was gemeint war. Aber das wird wahrscheinlich dann schon so sein. Aha, die Wolken sind verschwunden. Mein klaren Himmel. Naja gut, dann werde ich aber auch nicht weiter nachsuchen, sondern werde jetzt direkt zu dem Ziel laufen. Sieht schon ganz cool aus.
Ja, in der Nacht sieht man halt nicht so viel, aber dafür sieht das Spiel auch irgendwie cooler aus. Weil diese ausgebleichten Texturen in der Entfernung da nicht ins Gewicht fallen. Oh oh. Nach Osten. Ist auf der anderen Seite. Da komme ich aber, glaube ich, so gar nicht rüber. Naja, genau, hier war das Ende von diesem Klostergebiet. Da wird man hier aber auch nicht durchkommen. Es ist ganz schön tief hier. Wunderbar. So, das sollte ja jetzt hier sein. Dies scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. Und jetzt? Ein Signalfeuer. Wie habe ich mir denn das vorzustellen? Ah. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurva. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Ja. Tun wir mal so. Ich würde sonst hier sitzen. Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Den hatte er bei sich. Hm. Ja, das war seiner. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich vergrub sie.
Ich habe sie weggeschafft und vergraben. Muss eine Heidenarbeit gewesen sein. Zumindest sieht es so nicht nach Mord aus. Die Aufgabe war nicht leicht. Doch hätte ich die Leiche liegen lassen, wüssten sie, dass ich der Mörder bin. So sind es bloß ein paar Novizen weniger. Oder meinst du, ich hätte sie zurücklassen sollen? Nein, nein. Ich muss nur sicher sein. Nicht mal eine Maus kann sich in dieses verdammte Kloster einschleichen. Also werde ich dir wohl glauben müssen. Und glaubst du mir? Ja. Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen. Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Wo ist es? Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Dort ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erek. Sag ihm, Kozlik schickt dich. Und werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Zeig den Kerl namens Thor Pius Würfel. Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Mhm. Das ist das Ding im Süden. So. Wir sollen dem Herrn Ratzig Bericht erstatten. Dann machen wir das. Dann können wir hier auch das Necronomicon abgeben. Das war ja auch hier. Habe ich überhaupt keine Quest für. Das hier hat sich immer noch nicht geklärt. Naja. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Überfall wollen wir nicht. Naja, wir sind jedenfalls noch tagsüber da. Das heißt, wir können auch direkt zum Alchemisten gehen. Wenn's fertig lädt. Ah ja. Ja! Wie geht es dir, Heinrich? Ja! 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 Ja. Hört her, ihr Leute. Ich habe das Buch. Wirklich? Du bist ein guter Mann. Zeig her. Hier ist es. Wunderbar. Komm etwas später wieder. Ich muss jetzt den Zauber suchen. Ach, richtig, hier, deine Belohnung. Aha. 20 Groschen. Dann gehen wir mal in die Feste. Die Fackel kann ich mal runternehmen.
Aha. Herr, ich habe Neuigkeiten, doch ich fürchte, es sind keine guten. Nach allem, was geschehen ist, setzt du noch eins obendrauf? Beinahe beeindruckend. Ich fürchte, ja. Es wird wieder geschehen, in noch größerem Ausmaß. Das klingt ja sehr ermutigend. Was genau wird geschehen? Wie es scheint, war das Lager in Pribislavitz bloß der Anfang. Sie sind alles andere als besiegt. Woher weißt du das? Ich stieß auf einen Presser, der für sie arbeitet, und ließ mich anheuern. Herr im Himmel, du bist stets für Überraschungen gut, Junge. Was hast du herausgefunden? In Vranik, in der Nähe von Sasau, gibt es ein weiteres, viel größeres Lager. Was führen diese Halunken im Schilde? Und wer zum Deivel sind die? Ich weiß es nicht. Uns schaden? Die Region erobern? Ich könnte es herausfinden. Wie? Ich bin nun einer von ihnen, habe ihr Erkennungszeichen und weiß, wo sie sich verschanzen. Ich müsste mich dort bloß umsehen. Ausgeschlossen. Das ist zu riskant. Herr, das ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was ich tun musste, um in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Sie vertrauen mir. Wir müssen sie angreifen, bevor es zu spät ist. Am besten so schnell wie möglich, solange sie es nicht erwarten. Und wenn wir diesen räudigen Hund gefasst haben, fragen wir ihn höflich, was er will. Doch bevor wir einen Angriff wagen, sollten wir in der Tat jemanden entsenden, um so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Es wäre weniger riskant als unser Angriff auf Pribislavitz. Also gut, Heinrich. Finde heraus, wie viele es sind und was sie planen und alles, was du sonst noch in Erfahrung bringen kannst. Aber lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, Herr. Viel Glück, Junge. Mhm. Wo geht's hier wieder raus? Da. Vergeltung. Versuche die Anwerber auszuhorchen und zu erfahren, wer hinter den Münzfälschungen steckt. Das wird aber jetzt alles. Es hat überhaupt kein Ziel da angegeben. Jo, okay. Lieber würde ich aber erstmal das hier mit dem Necronomicon noch fertig haben. Was aber ja hier überhaupt nicht mehr steht. Hast du es gelesen, Junge? Hast du es schon gelesen? Oh, Heinrich, welch großartiges Himmel, Buch. Pass auf, wo du hingehst. Ich habe gefunden, wonach wir suchen. Was aber zur es Hölle wird nicht leicht. Der Zauber muss am Grab der Person gesprochen werden, die die Seele des Mannes davon abhält, Frieden zu finden. Und dabei muss etwas aus seinem Haus verbrannt werden. Ach, natürlich. Warum ist es nie etwas Einfaches? Sich mit den Toten abzugeben, ist eben eine komplexe Angelegenheit. Stell der Frau weitere Fragen. Sobald du weißt, was du wissen musst, hol etwas aus seinem Haus und finde das Grab der Person, die seine Seele davon abhält, Frieden zu finden. Dann komm zu mir zurück, damit wir den Geist gemeinsam verbannen können. Jesus. Und ich dachte, die Lebenden seien kompliziert. Aufgabe begonnen. Ja, bloß dass ich die Quest hier überhaupt nicht hab. Mal gucken, ob es hier irgendwo auftaucht. Ich sehe es nicht.
Nee. Okay, dann müssen wir also erstmal wieder nach Ledechko. Sollte mit der Tante reden, auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, wer das da war. Es reicht gerade noch so in der Zeit. Das war die Wurstfrau. Ich war beim Apotheker. Er glaubt, die Heimsuchung ist eine schlimme Sache. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen. Ich lag im Bett und wartete auf seine Ankunft. Und ist er aufgetaucht? Lange Zeit ist gar nichts passiert. Aber am Morgen wurde der Raum plötzlich kalt wie ein Grab. Mein armes Herz hörte fast auf zu schlagen, als ich eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich fiel auf die Knie und bat die heilige Maria um Beistand. Wann hört das endlich auf? Du musst dich beeilen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt. Um ihn loszuwerden, müssen wir am Grab der Person einen Zauber wirken, die ihn davon abhält, in Frieden zu ruhen. Aber wer mag diese Person sein? Du hast nicht zufällig schon eine Grabstelle für dich selbst bestimmt, oder? Nein. Heinrich, ich habe dir nicht alles gesagt. Ich bin nicht die, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Wer dann? Du solltest mir die ganze Wahrheit erzählen. Alois hatte eine Frau. Sie hieß Lara und war ein wahrhaft zänkisches Weib. Von morgens bis abends keifte sie ihn an. Er hatte nicht einen Tag Freude mit ihr. Sie haben sich gezankt wie die Kesselflicker, bis Lara eines Tages eine Laterne nahm und das Haus niederbrannte. Alois war noch drin. Wie abscheulich. Kein Wunder, dass Alois keinen Frieden findet. Als Alois tot war, verlor Lara den Verstand. Tagelang irrte sie in den Wäldern von Talmberg umher, bis man eines Tages ihre Leiche fand. Ihr Haar war ausgerissen und das Gesicht von den eigenen Fingernägeln völlig zerkratzt. Sie begruben sie dort, wo sie gefunden wurde. Wo das war, weiß ich nicht. Ich höre mich um. Oh je. Für den Zauber muss ich etwas aus dem Haus beschaffen, in dem der Geist lebte. Wo wohnte Alois? Nördlich von hier, links ab, von der Straße aus Ledechko. Aber dort gibt es nicht mehr viel außer Asche und Unkraut. Der Hof brannte ganz und gar nieder und Alois war noch drin. Oh, welch furchtbare Art zu sterben. Mehr muss ich nicht wissen. Ich werde jetzt losgehen. Okay, finde das Grab. Machen wir das zuerst. Naja, ich kann da nirgendwo nachschauen. Ah, da sieht man aber, dass da was Kaputtes ist. Wird das ja wohl schon sein? Alles hier ist völlig verbrannt. Wo soll ich etwas aus dem Besitz des Toten finden? Ich nehme einfach etwas verkohltes Holz. Das sollte ausreichen. Öffnen. Aha.
So, und jetzt müssen wir noch gucken, wo diese Tante begraben wurde. Was hier sein könnte. Aber keine Ahnung, wo ich mich jetzt hier umhören soll. Tag, wie kann ich helfen? Naja. Ich hörte, in den Wäldern soll irgendwo ein Grab sein. Weißt du, wo ich es finde? Du meinst das Grab der Verrückten? Die Leute sagen, ihr Geist wandle rastlos durch den Wald. Du findest ihr Grab, wenn du hoch in die Wälder gehst und vom Fluss aus etwas nach rechts gehst. Ist bei Tag schon schwer zu finden. Bei Nacht verirrst du dich bestimmt. Danke. Ich werde es schon finden. Ich an deiner Stelle würde es sein lassen. Das ist kein guter Ort. Vom Fluss aus nach rechts. Es könnte das oder das sein. Ist halt doof, dass ich da keine aktive Quest habe. Ja, gut. Dann laufen wir da jetzt mal hin. Ich nehme mal an, dass die Quest nicht angezeigt wird, dass das ein Fehler ist. Da hatte ich ja sowieso schon einen Fehler gehabt mit der Quest, dass das, dass ich die auch zweimal bekommen konnte irgendwie, dass ich ihn zweimal ansprechen konnte und dass die dann instant fehlgeschlagen hatte, nachdem ich das Ritual durchgeführt hatte. Waldmensch. Dann gehen wir erstmal dahin. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Mehr hast du nicht drauf! Ja! Hm. Okay, dann gucken wir mal. Ah, interessanter Ort. Hervorgekrochen kommt. Mm. Soll das etwa alles sein? Autsch. Na, das ist jedenfalls kein Grab. Oh, beginnt zu graben. Na, vielleicht war es doch ein Grab. Nee. Hm.
Okay. Dann gehen wir mal weiter. Das war das nicht? Doch. Das ist ein kleiner Friedhof. Aber wohl nicht das Grab, das ich suchen sollte. Ja, das aber jetzt hier zu finden, wird so gut wie unmöglich sein. Ihr meint ja schon, dass nachts, das tags zu finden ist schon schwer. Also, keine Ahnung, ich denke, das werde ich gerade mal nachschlagen. Kingdom Come Deliverance Grab. Okay. Restless Spirit nennt sich das. Ja. So, das Grab von Alois Ehefrau und etwas von ihm. Kehren Sie zu bla bla, sprechen Sie mit ihr. Etwas, was von ihm gehört, wird von der Karte markiert sein. Aber um das Grab seiner Ehefrau zu finden, müssen Sie mit ein paar Dorfbewohnern sprechen. Beide Ziele befinden sich nördlich der Stadt. Und zwar auf jeder Seite des Flusses eine. Aha. Mhm. Es ist ziemlich genau, also es ist ja dann auch kein Stück schwer zu finden. Also dann hat der aber auch Schwachsinn erzählt. Von wegen im Wald. Das müsste hier irgendwo sein. Da oben. Da habe ich noch mal einen Blick auf die Karte.
schon eher da, wo ich das markiert habe. Das muss es sein. Lass sie in Frieden ruhen, o Herr. Aha. Toll. Jetzt habe ich auch keine neue Anweisung bekommen. Besuchen Sie das Grab auf der anderen Seite des Flusses. Kehren Sie zum Apotheker zurück und treffen Sie an der Kreuz. Okay, also zum Apotheker zurück. Es wird aber dann nachts sein, also gehe ich mal zu meinem Bett und werde dann da bis zum Morgen schlafen. Hey, pass auf! Pass etwas auf! Schlafen und speichern. Ja, dann müssen wir direkt... Schlafen die 12 Stunden. Sonst hat der Laden nicht auf. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, muss man den danach abends treffen. Und dann müssen wir wohl nochmal schlafen oder warten. Dum-dum-dum-dum. Na, letzte Stunde dauert immer Ewigkeiten. Wer genießt das schöne Wetter? Kann ich einfach rumrennen? Gott schütze dich, Heiko. Na, wie soll man denn doch durch... Na, vielleicht hätte ich nicht Gas geben sollen. Kleinen Moment. Da müssen wir noch warten.
So. Mhm. Wir haben mir alles genommen. Gut, dann gehen wir mal da rein, hoffentlich. Nein. Dann warten wir weiter. So. Gott sei mit dir, Hein. Ich habe alles, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, bin ich bereit. Wir treffen uns nachts an der Kreuzung hinter Ledetschko. Ich werde dort sein. Mhm. Da habe ich aber jetzt auch überhaupt keine Ahnung, wo das sein soll. Wird vermutlich hier, aber dann gucke ich da auch direkt wieder in der Lösung nach. Das macht ja keinen Sinn, wenn mir die Quest nicht richtig angezeigt wird. Leider ist hier keine Angabe darüber, welche Kreuzung das sein soll. Aber gut, das wird wohl schon diese Kreuzung hier sein. Ne, ist ja überhaupt keine Kreuzung. An der Kreuzung im nördlichen Teil von Ledetschko. In der Auflösung. Das sollte ja dann hier eigentlich sein. Und das soll nachts um 21 Uhr rum sein. Dann warten wir das. Die Quest könnte natürlich auch in jeder Zeit einfach jetzt kaputt, also komplett kaputt sein, weil ich die ja gar nicht im Questlog habe. Ich wundere mich da sowieso, wie das immer noch weitergehen kann. Anscheinend scheint er da intern auch noch andere Träger zu haben. So. Das ist er nicht. Heinrich, schön, dass du da bist. Das ist der aber auch nicht, oder? Doch. Ah, da bist du ja. Komm mit. Ich
Irgendwie macht mein Licht mehr Licht als sein Licht. Ich hätte meine Sachen noch reparieren lassen sollen. Das sieht auch erstaunlich gut aus, wie der einen Berg hochläuft. Das ist ja auch so eine Sache, die zu animieren nicht besonders einfach ist. Beginne mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können. Siana Kanpa, Sikia Kanpa, Kalubara, Namtabara, Ashakbara, Gigimbara, Siana Kanpa, Sikia Kanpa, Kalubara, Namtabara. Was ist das? Mach weiter. Lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Naja, wenn der schon Angst hat, dann wird das wohl nicht, nicht gefruchtet haben. Naja, gut, dann schlafen wir mal. Naja. Dann schlafen wir mal in der Kneipe dort. Ich bin doch Heinrich. Ihr kennt mich doch. Dieb, Dieb. Könnt mich mal. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Immer. Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Gut. Bezahlung im Voraus. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Und wo? Wo kann ich schlafen? Das ist leicht. Was ist denn? Sobald du reinkommst, ist am Ende des Raumes zur Linken eine Tür, die zur Schlafkammer führt. Dort ist bereits alles für dich vorbereitet. Da? Eher nicht. Hm.
Dann schlafen wir mal wieder. Ja. Und dann ist es auch erstmal wieder Zeit für einen Schnitt. Wenn wir beim nächsten Mal ja mal kurz fragen, ob es da besser geworden ist. Und dann werden wir die Quest weiterführen. Ich sehe aber hier schon an der Lösung, dass das noch ein Paragraph ist. Also danach wird das wohl dann entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich zu Ende gegangen sein. Oder ich werde halt hier durch den Fehler grundsätzlich das nicht zu Ende führen können. Das werden wir dann sehen. Also schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne.